Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Divinity Originals in 2. Ah, Herr Lora. Ist jetzt endlich wieder ganz dabei. No keyhole, no handle. Ach ja. There must be a hidden mechanism. Hab ich vergessen. Irgendwie freue ich mich, dass er wieder da ist. Rancid. Rancid? Den Begriff könnte ich jetzt auch noch nicht. Ich bin aber irgendwie glücklich, dass ich gerade so massiv viel Geld habe. Oh, ach so, okay. Ich dachte, er schaut sich's an und nicht, dass sich dann einfach hinlegt. Köpfe kann ich. Lass mal jetzt mal, weil die kosten so viel und die kosten so viel Gewicht. Perhaps some sort of necromancy. Das ist schon teilweise echt krank. Kennt ihr den Film Full Heavy Metal? Full Metal Effect 2? Mit der Frau und der Suche nach der Quelle der Unsterblichkeit? Oder sowas ähnlichen? Ich habe ihn schon ewig nicht mehr gesehen. Ich habe ihn damals als Kind gesehen, obwohl ich ihn da eigentlich gar nicht hätte sehen sollen. Ist ja auch egal. Aber das ist unvollendeter Diener. Ah ja. Da nehmen sie halt auch einige Menschen auseinander, eine bestimmte Weil, die enthalten eine Flüssigkeit, die dafür sorgt, dass du regenerierst. Das Problem ist nämlich so, viele Leute würden einfach andere opfern, um gewisse Vorteile zu kriegen. Gibt ja auch sehr viele. Hä? Eingesperrt wahrscheinlich. Ach komm, ey. Lora, du Penner. Ähnlich läuft es ja schon in der Geschäftswelt teilweise. Dass da halt einige Leute super skrupellos einfach vorgehen. Und scheißegal, ob wie viele Leute dafür geopfert werden, Hauptsache ich komme weiter. Das hier ist nicht anders. Der einzige Unterschied ist halt, dass hier die Leute nur nicht gleich ihren Job verlieren oder unzufrieden werden. Sondern ich einfach draufgehen dabei. Und man hat ja gesehen, er hat anscheinend festgestellt, mit der Quellenenergie kannst du den Alterungsprozess anscheinend rückgängig machen. Mir doch egal. You see yourself in the mirror. It's quite a sight. Denke ich mir auch immer. Was ist das? This is quite the antiques collection. This is quite the antiques collection. Wenn das Typ aber wirklich endlos lebt. Also endlos leben, ich fände es schon cool, aber in gewisser Weise, aber weiß nicht, ob ich's auf die. Also wenn ich dafür wirklich Leute töten müsste. Ich glaube, da würde ich es nicht machen.
Das wäre so der Punkt. Allein ewig leben ist eigentlich schlecht, tatsächlich. Ich meine, wenn es einer ist, dann wäre es nicht so schlimm, aber das ist wie mit Menschen. Ein Mensch ist nicht schlimm, aber viele Menschen werden schlimm. Ja, die Dinger sind wahrscheinlich eher Mist. Obwohl, hier Führung habe ich auch so. Ja. Hör auf zu heulen. Ach, irgendwas habe ich vergessen, egal. Ach, warum nicht? Ich glaube, den hat man schon. Ich glaube, ich muss da nochmal handeln gehen. Donnerrune. Opfert es, das goldene Funkeln, schmelzt es im Fluss, im kalten Dunkeln. Lebt das von der Zauberkunst, die Donnerrune. Für Klaus. Ich habe im Team einen, der Klaus heißt. Hans, komm und tanz, zurück an meinen Busen. Hans, komm und tanz, und lass dich nochmal schmusen. Hans, komm und tanz, und gib mit ein paar Küsse, Hans, komm und tanz, weil ich dich sonst vermisse. Hans, komm und tanz, die Welt, sie dreht sich weiter. Hans, komm und tanz und sei nur immer heiter. Schön. Ein paar Oh, eine Wiederbelebungsschriftrolle. So viele Bücher. Ich werde die alle kurz anschauen dann. Ich mag Gedichte, also richtige Gedichte. Was heutzutage manchmal als, also manche Gedichte frage ich mir auch, das ist ein Gedicht? Für mich muss ich ein Gedicht immer reimen. Sie hat das in Dichte zu pflanzen. Ah, erkennt er schon, glaube ich. Doch nicht? Er ist für eine dichteste Pflanze in ganz Rivellen bekannt, doch was ein nutzloser Klumpen aussieht, besitzt eine Reihe vorteilhafter Eigenschaften. Unter anderem ist die Pflanze berühmt dafür, dass man ihr unangenehme und peinliche Ausschläge heilen kann. In diesem Buch wird außerdem beschrieben, wie Krieger in alten Zeiten die Pflanze zur Verbesserung ihrer Gesundheit nutzten. Ja. Ach, ich dachte gerade, das ist ein Knopf. Meisterwerkrune. Vom ältesten Baum das Holz ihr hackt, den Elfensamen hernach ihr knackt. Trinkt alles, so dass blutet der Trauben, eine Meisterwerkrune erscheint vor euren Augen. Ja, Rote Prinz dreht sich einfach mal schön. Griff des Hungernden. Ich meine, das ist jetzt nichts für dich. Ah ne, die Kommand bist du. Das wird verkauft. Jetzt wird eigentlich auch verkauft. Das würde ich an Fain geben. Das hier auch. Das habe ich am besten gegeben, glaube ich. Jetzt brauchen wir noch einiges. Okay.
Das müsste wieder passen. Okay, Glücksbringer und Diamant. Ist das was für dich? Hast du das schon? Scheiß auf Tauschen. Oh, fuck. Ertragen Einblick von Untoten nicht. Nicht alle Panik und Feindseligkeit auszulösen, solltest du Kopf, Rumpf und Beine bedecken. Ja. Ah, ich habe die Finesse gebraucht. Okay. Da gucken wir dann gleich nochmal. Ja. Ach, da steht sogar aus, durch ausgerüsteten Gegenstand erfüllt. Ich will dann erstmal kombinieren mit. Gut. Ja. Lesen wir mal nach und nach. Wenn ihr es lesen wollt. Ich habe jetzt keinen Bock, alles zu lesen tatsächlich. Oh, Zünderschwamm. Hat man aber glaube ich schon. Ach, das war das, ja. Ziemlich zu gehören auch ein Ochs. Ja. Hier steht für Troll. Wesen der Existenz. Der Götter verlangen, dass wir unser Leben damit verbringen, nach Glück zu streben. Des Geistkörpers und Seele. Wir bloß alles durch haben. Grüner Stein. Warte mal. Als ich noch ein kleiner Junge in der Wüste von West war, verbrachte ich viel Zeit damit, allein durch die Gegend zu streifen. Einmal fand ich einen Kiesel, klein und hell und grün, wie ein wildes Auge. So etwas sah ich weder davor noch danach hier wieder. Auch wenn die Halsringe, die wir den Quellenmagiern umlegen, die gleiche Farbe haben. Ich zeigte den Kiesel daheim meinem Großvater. Er war Paladin und schon sehr alt. Als den Stein sah, sagte er, Junge, das ist ja eine ganz neue Substanz. Der Eifer trat ihm in die Augen. Und er nutzte meine Entdeckung zu einer Predigt über die Lehrer und ihre verführerischen Tücken wie üblich. Ein klügeres Kind hätte wohl erkannt, dass man die erste Äußerung für bare Münze nehmen durfte, weil die geistigen Filter nicht so schnell wirken, während man die übrigen Worte die Predigt einfach verwerfen konnte. Jedenfalls war mein Deckergeist geweckt, schied den Kieseln Ehren, er begleitete mich durch die Kindheit und Jugend, in göttlichen Orden und in Soldatenleben. Er blieb bei mir und gab mir Hoffnung, wenn ich sonst keine fand. Er versicherte mir, dass ich etwas Besonderes war. Raikas Tagebuch. Durch mein Torium. Endlich habe ich eine Methode gefunden, wie ich Haus und Garten in Schuss halten kann. Die Einwohner des Steingartens liegen da sowieso nur rum. Warum sollte ich sie nicht einsetzen? 5. Aventurium. Sie lassen sich einfach ganz einfach auferwecken. Und ein grässlicher Anblick sind sie. Ich habe ihnen Kleidung angefertigt, mit denen sie ihr wahres Gesicht verbergen können. Hoffentlich hilft das auch gegen den Gestank. 13. Ich muss zugeben, dass meine stillen Begleiter mir langsam ins Herz wachsen. Nie geben sie Widerworte. Meinen kleinsten Befehl springen sie an die Arbeit und das Beste, sie halten das Gesindel fern. Der Vertrag gehört mir. Ich zahle euch eine Exkursionsgebühr von 25%, wenn ihr eins meiner Ziele beseitigt. Aber glaubt nicht, dass ich die Sache aus der Hand gebe. Hust. Moment.
Manche suchen den Schmerz, da sie glauben, dass wir den Leid und Göttern nahe zu kommen. Elfen suhlen sich in tiefsten Wunden, um im Schmerz lange vergangene Kriege nachzuempfinden, im Glauben, dass sie dadurch für die Zukunft lernen. Doch die Geschichte zeigt, dass wir also bestimmt sind, unsere Fehler zu wiederholen. Wozu solche Lektion gut sei, wenn wir sie doch ignorieren. Der wahre Sinn unserer Existenz liegt nicht im Schmerz. Die Götter verlangen, dass wir uns... Ach so. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles. Gut. Halt, jetzt habe ich vergessen, dass da war da was zum Aktivieren. Ah, I hear a door opening. Wisdom somewhere in these dusty books. Yay! Ist das? Pyrokinese. Ich bin im Feuer. Lesen. Das kennen wir schon. Oh, die Fälle. Obwohl ich gerade sagen muss, hier Magie in der Luft, hier von Wand, ja. Wand Hubert von ihren Quellenbergen, die Luft selbst manipulieren können. Ach so, okay. Weil ich weiß, es gibt sowas, dass man Leere aus der Luft ziehen kann. Da gibt es eine Fähigkeit. Und ich dachte nur gerade, vielleicht ist das eine Warnung, dass man das besser nicht tut, aus dem Grund. Unsere Götter lassen eine Welt, ja. Was ist das? Guck ich mir gleich an. Ist aber gar nicht nett, dass... Moment, was war das? Ist aber gar nicht nett, dass ich hier so viel Zeug zum Plündern kriege. Ah, gut. Gut, das sind große Sachen. Dann geht's. Ich finde es interessant, dass der Lora mir nicht mehr böse ist. Dass er eigentlich draufgegangen ist. Okay, er ist passiv draufgegangen, aber trotzdem. Ah, okay. Immer noch zu viel? Werden wir schon nur wenige hören, die Rufe der Verblichenen, doch wer sie besondere Natur hat, für den sind die Toten so rätselig wie die Lebenden. Wer diesen Fluch und Segen trägt, wird vom Steingartenfriedhof angezogen, wo er von den Ältesten und nach darüber hinaus lernen kann. Zu diesen Mystikern gehören auch Mangan, Ox, Fiebe, Steine oder bla 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 bla.
Kann man die öffnen? My source power draining at the merest touch. Tenebrium is truly a material of the void. Ah. My lucky day, a third pyramid. Die führt mich wahrscheinlich irgendwo hin. Tun wir das noch nicht an. So viele Bücher. Wenn das jetzt ein Einzelspielerspiel wäre, würde ich es wahrscheinlich sogar alle lesen. Obwohl ich sagen muss, hier ist es echt viel. Könnte auch sein, dass mich das dann doch mal irgendwann überfordert. Ah, ja, sind fast durch. Dann probieren wir gleich mal die Menschen. Aber ich glaube, das haben wir auch schon ziemlich am Anfang gelesen gehabt. Moment, ist das so ein Gesichtsabweiser? Ja, brauchen wir nicht. So, dann sind wir gleich durch und probieren wir die Teleport-Pyramide aus. Ich glaube aber, ich habe eine wichtige Erkenntnis gewonnen. Jetzt genug Platz? Ja. Okay. Probieren wir es oben nochmal. Aber wir haben jetzt soweit alles geklaut. Also brauche ich Quellenmagie, um diese Truhe zu öffnen. Also warte mal. Weiter. Wie heißt die? Ich will die Spiele gleich nochmal anschauen. Nicht, dass ich da was verpasse. This is quite the antiques collection. This is quite the antiques collection. Aber ich würde mir auch halt solche Antiquitäten einsammeln. Es gibt auch noch ein Dach. Habe ich hier eigentlich auch schon alles geplündert? Also ich mich schätze schon. Oh, ist das... Nee, das ist eine Treppe, oder? Kluge Worte, Ball. If you think the master loves you more than he loves me, then Dot, you're a bigger idiot than you look. Master's the master. Master knows the dog is better than the cat. Master says good dog. Does master say good cat? No. No, master does not. See? The cat gives the dog a long, languid look of carefully disguised contempt. Then she sighs and turns to you. Settle an argument for us. Okay. Dog's body here thinks that because the master is grateful for his
meaning the dog's mindless devotion. He loves his dog more than he loves his cat. I, on the other hand, know full well that it's the master's admiration for my general bearing, demeanor, and intrinsic greatness what is most indicative of a state of actual love. He near worships me, he does. Die heißt Wollschwänzchen, oh. Master loves his dog. Master thinks his cat is cool, not the same thing. You're a moron. No, I'm not. I'm Black Brown. See what I'm dealing with? Come on, settle the argument. Tell him he's wrong. Ich mag euch bestimmt beide gleich sehr. Dog. Oh, cat. Dog. See what I'm up against here? Ja, unwichtige Belange. Freu dich einfach, dass du geliebt wirst. Geschäftsbuch. Ich stehe zu meinem Wort und er leider auch. Ich war stolz darauf, mein eigener Herr zu sein, doch der Geist der Sterblichkeit hat mir meine Schwäche aufgezeigt. Ich habe mich dazu verführen lassen, die Vereinbarung einzugehen. Ich habe mich ihm als ein Diener und Krieger verschrieben. Das Einzige, was ich mit meinem erfüllten Leben bedauere, ich bin immer noch verschworen, was sich in Kürze ändern wird. Der Schlüssel, der mich von diesen Fesseln befreit, wird schon bald Einlass begehren. Ich werde ihm das äußerste guter Gastgeber sein. Na, kennen wir schon. Alles nehmen. Okay. Geht ja auch nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich die verwenden muss. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich hier einfach viel zu spät hingekommen bin. Ah, hier war ein Diener. Einfach nur die Treppe hier hoch, ich verstehe. Habe ich irgendwas, was super schwer ist? Hat das Gewicht? Okay.
Die Dinger haben so viel Gewicht. Ich gehe dann erstmal raus und verkaufe das ganze Zeug. This door is locked tight, but there's a sliding hatch at ankle height. Grains of sand drift from beneath the door and form the tiniest dunes. Reinschauen. Peering in, you can barely see, as your vision is limited by a cobweb draped across the hatch. You think you see an empty room carpeted with sand. It's quiet in the room, too quiet. This door is locked tight. Pain, die knack mal auf. Ich meine, hier ist ein Spinne oder irgend sowas drin. Hallo, es brennt weg. Geschwollene Eier, okay. Das, ich mache jetzt keinen geschwollenen Eierwitz. Ich vermute mal, hier liebt seine Frau oder irgend sowas, was er verwandelt hat. Irgendwas hat er eingetauscht für sein Leben. Damit gerechnet, dass hier irgendwo noch ein Charakter ist, der mich angreift. Ja, sowas. The spider spindles right up to you, her long, long legs tickling the sandy floor. A malevolent intelligence gleams forth from 8 beady eyes. She opens her mouth, hissing at you. Don't you know, my little pepper pot, that it's ever such bad manners to enter a queen's boudoir without permission? But what's this? Something familiar beats within your heart. A venom promise, a gift from one of my kind. She shuffles her enormous body closer, looming over you until you are enveloped under her shadow. Venom sizzles to the sand from her fangs as you are pinned in place under all 8 of her eyeballs. You come here for me? You desire another spider's kiss? Wenn die Schulter zuckt, du probierst alles mal, aber das kennst du schon. Okay. How rude you are, Sugar Plum. But I'm not interested in you like that. I've already got plenty of babies. So you are still prey, but of a different kind. I hunger, and I hear my princelings blubbering in their loving cocoons. Time for us to feast. Das ist auf jeden Fall Kampf. Sagen, dass es bei der Menge an Dorotheas in der Blut Kannibalismus wäre, dich zu essen. Das ist Spinnen egal, die fressen sich tatsächlich auch gegenseitig. Auch Weibchen fressen die Männchen, wenn die nicht abhauen, nachdem sie sich gepaart haben. Aber du bringst ihr mit Freuden das Fleisch eines anderen, um deines eigenes zu retten. Mit ihr feilschen, du bringst ihr mit Freuden das Fleisch eines anderen. Arm hinhalten. Tender, juicy. Much better than the stale old muck Riker pushes through my boudoir door. Her fangs drool venom that sizzles on the sand. But there's no time to think about all that, because raising up on her hind legs, she pounces right at you. Oh, und jetzt hitze das Gefecht. Oh, ich glaube, das kriege ich ganz gut abgewehrt. Au, aber der Schaden ist übel. Schaden plus 10, okay. Feuer, klar. Das sind doch verfaulte Eier, okay, die platzen wahrscheinlich nach einer Zeit raus. Ich würde warten, bis ich eine Feuerlache habe. Bei Feuer hat sie eine Schwäche. Kurz warten. Oh, wie süß, die werden gleich alle sterben. Soll reichen.
Hast du eine Eisimmunität? Nö. Kein bisschen. Und soll die doch rauskommen. Weg mit der Säure. Scheißegal, ob die da rauskommen, die haben eh kaum Angriffskraft. Ich werde euch alle umlegen. Ein Spinnling. Oh, ui, explodiert ja alles schon. Wie toll, denke ich. Na, halt nicht in Grenzen. Fane wird dann mit einem Rundumschlag erstmal dafür sorgen, dass alles drauf geht. Und ich beschwöre das Vieh hier und mache einfach einen Wirbelsturmangriff. Fort mit euch! Oh, verfehlt. Oh, eingesponnen. Trotz Feuer? Obwohl, ich brenne ja nicht. Yay! Denkst du nicht ernsthaft, dass du eine Chance hast? Passt schon. Mach mal ab. Okay, ist hier noch irgendwas? Sollte reichen. Hab ich die auch erwischt? Nö. Beschleunigen könnte ich, ist mir aber egal. Okay, wo ist denn hier noch ein Gegner? Ach, da hinten. Sie gerade fast selber getötet. War noch Nekrofeuer entstanden. Ja. Spinnling. Ich glaube, das waren mal Menschen.
Vermute mal, von ihr hätte ich auch einen Kuss kriegen können. Wenn ich schlauer angestellt hätte. Ich vermute aber, es war auch mal eine Frau. Eine normale. Die war garantiert nicht schon immer so spinnig. Okay, da geht's auch irgendwo lang. Holzschuhe. Many servants, one master. Als ob das Vieh noch lebt. Noch eine Tür. The hatch is blocked tight by the high drifts of sand carpeting the floor. Versuch mal's. No matter how much you strain and grunt, the hatch barely budges. Du könntest stark genug sein. The hatch is blocked no matter how much you strain. Okay. Ach so, da treffe ich nur den. Ach, von mir aus. The hatch is blocked no matter how much. The hatch is blocked straining and grunting. Your strength just about manages to not. Okay. Oh, ein Liebespfeil. Oh. Ich muss bald wieder anfangen mit Arbeiten. Müssen die Diener eigentlich auch essen, weil... Ich habe irgendwie das Gefühl, der hat für die auf jeden Fall immer mitgedeckt. Oder... Er möchte einfach nicht alleine essen. Du kannst schon verstehen, dass du vielleicht irgendwann alleine bist. Was ist das? Haferbrei. Das Einzige, mit was du dich wahrscheinlich mit Leuten, die dich einlassen könntest, wären andere Quellenmagier, die das gleiche Bestreben haben wie du. Aber dann hast du wieder das Problem, könntest du diesen Leuten vertrauen? Weil der ist ja offensichtlich über Leichen gegangen. Ich weiß nicht, wenn du eine Person hast, die genauso skrupellos ist wie du, ob du dir dann jeweils sicher sein kannst, hey, die ist garantiert, die oder der ist garantiert nicht meine Augen wert, ich schlafe. Boah, das Zeug kriegt da super viel. Hier ein bisschen Brot. Okay, die Kürbisse sind doch sau schwer. Musste ich gerade feststellen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah, habe ich schon.
Ich hätte vielleicht doch wirklich erst hierher gehen sollen. Ich wurde jetzt irgendwie auch gewarnt davor, Quellenmagie zu nutzen. Ach, hier ist der Eingangsbereich. Und hier geht's in den Steingarten einfach nur. Ist aber noch ein Weg raus, okay. Hier ist noch viel Zeug zu plündern. Wo sind die Sachen jetzt gelandet? Nein. Ach nee, wartet. War hier vorne nicht noch eigentlich? Das habe ich erst geplündert, das Essen habe ich genommen. Das ist bloß noch hier sowas. Bestie, hol dir gleich mal die Gemälde hier. Ja, genau. Stand gerade Reikers Tagebuch. Kann ich gleich so machen, das ist einfacher. Aber das Tagebuch würde ich jetzt schon gerne nochmal lesen. Ach, was soll's. Ich finde es dann, wenn die beiden noch kaufen, garantiert nochmal. Sure is damp and dank here. Wait, don't those mean the same thing? Apple tater cheese. Ich würde sagen, dass er das Essen da lässt, wenn sie die Gelegenheit ergibt. Apfel, Kartoffel, Käse. The rat's tail twists and untwists. His ears cock and uncock. Cheese food, fruit food. Talk hungry. The rat's tail. Food, food, food. Käse habe ich nicht mehr. Can't talk hungry. The rat's tail. Food, food, food. Jetzt kannst du alles essen. Oh, eine Wassermelone. Habe ich schon ewig nicht mehr gefunden. Noch eine. Schön, dass ihr Haferbrei ist. No time, need food. The rats take food, food, food. Okay. Can't talk hungry. The rat's tail. Ja, aber ich gebe dir doch Essen. Betty. The turtle looks up at you. Slowly. It looks down. Slowly. It looks back to you. Slowly. Lucky in life. Unlucky in love. Ja, das passt schon. She lets loose a long sigh. She inhales. She sighs again. Oh, roaring,
The rat. He's just over there. Don't blink, or he'll flip right past. Ah. Like a rat. Please, Grace. I'm gruel. I'm too slow to give him smooches. He's so smoochable. Okay, jetzt weiß ich, was ich tun muss. If only I could keep up. I could grow sweet things in his little ears. I could tell him I love him. I could share my beets. I like beets. Versuchen wir's. Oh, how kind. I don't like butter. You could try carrot juice or some kind of nectar. Do rats like nectar? Maybe cheese juice. Is there such a thing as cheese juice? Käsesaft noch nie gehört. Oh, that's too bad. Because then you could cheese juice her up. She grins at her own joke. It takes a good minute for her mouth to reach a full smile. The turtle looks up at you. Slow. Lucky in life. Unlucky. Wem gehörst du? Used to be the ladies. Was that striker now? Nice guy. Gives me beets. I like beets. May the soil under your feet stay ever so. Höre ich denn da eigentlich? Also hier unten war ich ja schon, aber... Okay, ich muss die Ratte also quasi runterbringen. Ist natürlich jetzt ärgerlich, dass ich alles vergeben habe. Also erstmal Käse habe ich alles verarbeitet, leider. Warte mal, kann ich der... Ich halt alle Kartoffeln vertan, leider. Oh, was essen hier hoch? Nö, ist nicht interessiert. Magst auch Birnen? Offensichtlich. Ach komm. Okay, wo ist die andere Karotte jetzt? Reicht das? Scheint zu reichen.
Hey, was ist passiert? Hey, was ist passiert? The turtle looks up at you, slowly. Lucky, it made the soil so. Hey, was soll das? Oh, hoppla. Upsi. Also, the turtle looks up at you. Lucky made the sword. Can't talk, hungry. Etwas langsamer machen die Schildkröte, etwas zu sagen. Hungry cheeseberry. The rat vacuums up your scent. Its whiskers twitch. Cheese food, fruit food. Oh, sind sie beide verliebt. Okay. Schau mal, was passiert. Irgendwas habe ich richtig gemacht, glaube ich. He's is as cute as a kitten, isn't he? May the soil under your... We make a cute couple. Oh, wo die Liebe hinfällt. Manche Sachen kann man sich nicht aussuchen. Zum Beispiel seine, in wen man sich verliebt. Hoffen wir, dass der Typ jetzt eine Menge Geld wieder hat, weil ich habe eine Menge Sachen zu verkaufen. Wirklich eine Menge. Alles. Talamon verkauft alles. Talamon ist unser Händler. Moment. Level 5, okay, hat noch Zeit. Schlingersachen behalte ich auch. Das wird eine Menge Geld, glaube ich. Und da ich auch wieder eine Stunde weg bin, müssen die auch alle wieder Zeug haben. Da ist man aber auch nicht so wenig. Francis Philosopher. Looks like you recovered from your existential crisis. I hope you find that wisdom you're looking for. Won't be from me. Oh, die sind sogar nicht mal wenig wert.
An und für sich ist ein Bogen nicht verkehrt, aber ich habe irgendwie nicht das Bedürfnis, jemanden mit Bogen zu spielen. Wenn jetzt irgendwas dabei ist, was gut war, ist egal. Oh, Pünktchens Halsbogen, den wollte ich noch abgeben. Die behalte ich. Erstmal 100.000 Bücher verkaufen. Ja, die haben kaum Wert. Die Riker-Bücher behalte ich nochmal kurz. Na, das wird langsam teuer. Ui. Ich glaube, wenn ich alles verkaufe, könnte er fast pleite sein. Uiuiui. So, um die, wenn ich auf die 10.000 komme, sollte ich aufhören auf jeden Fall. Zu viel davon. Gut. Oh, jetzt habe ich ordentlich verloren. Ah, da habe ich noch eine vergessen, aber ist egal. Ist beim nächsten Mal mit weg. Ich würde gerne das Halsband noch schnell ein Pünktchen geben. Und dann mache ich mich mal an die Arbeit. Weil irgendwas sagt mir, dass es wichtig ist. Aber ich freue mich tatsächlich, dass ich jetzt eine Menge Geld gemacht habe. Ob es eine Errungenschaft gibt, wenn du so 100.000 oder so hast? Okay. Der Tod ist schon weg. Pünktchen, ich habe ein Halsband. The animals argue. Dog. Dog. Oh, you... Ich habe doch dieses Ding gefunden. Ich lasse es mal hier. Ja, dann habt ihr halt Pech gehabt. Die Frage ist, was ich als nächstes mache. Ich glaube, ich versuche mal schnell die Kiste zu öffnen da vorne. The dog growls and bares its teeth at you in a wide, unsettling grin. You swear you see a worm emerge from its grey-pink gums, then burrow back in.
Also los. The dog growls and bares its teeth. Come closer. I dare you. Okay. He sniffs. He snarls. I am death. There's no defying me. Seit Gelb geworden Augenmerken, diese Bestie befehligt die Toten. The dog's growls intensify and transform into a rhythmic rasp that mimics laughter. You swear you see the ground behind him momentarily churn and tremble. Yes, it is as I said. I am death. Flesh decays, but bones dance for me. And do I warn, not one step further. I know what you want here, but Kana's already laid claim to it. Wer ist Quanah? She calls herself Master. I call her Minion. Whatever name you choose, it is her hand that will wield it, not yours. The dog raises his head to the stormy sky and howls. The earth beneath you vibrates, a dirge plucked on the strings of a rotting lute. Necrotic troll, you are summoned. Crawl through the gate. The earth opens for thee. Die kennen wir ja eigentlich schon. Feuer geht, Wasser geht. Moment, warte jetzt noch, was ist das? Ein Bogenschütze. Hm. Gut. Du wartest kurz. Oh, der hat was drauf. Die haben alle was drauf, sehe ich gerade. Vielleicht soll ich doch lieber mit normalen Sachen auf ihn drauf gehen. Komm als Maul! Scheiß Töle! Oh, naja, mein Gott. Oh, da kann aber jemand ein bisschen was. Oh. Aber offenbar nicht genug. Erreichen. Ja, warum auch nicht? Fühlst du dich immer noch mächtig?
Kann ich den Hund, muss ich den Hund töten? Scheint so. Ein elender Köter täte anderes den Nick. Offenbar musste ich das. Was ist das denn? Der hat ja anscheinend schon viele Leute getötet, wie mir scheint. Ich bezweifle, dass das was Besonderes ist. Luke, da gehen wir beim nächsten Mal hin. Ja, ist ziemlich identisch. Wieso habe ich den beim letzten Mal noch nicht gesehen? Ach, weil ich nicht gerade ausgegangen bin. Ach komm, geh mal kurz rein. Versteinerter der Plünderer. Da ist Quana. Okay. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Divinity Original Sin 2 für heute. Ich sage Ciao mit Wichtelein TV und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.